Jo, ja, mal Leute, herzlich willkommen heute mal wieder zu einem neuen Let's Play. Neues gibt's aus der Bass. Und zwar fahren wir die Linie 123, den Kurzläufer. Mit dem schönen MAN Line City DD mit der Möbel-Hübner-Werbung. Man kennt ihn. Heutzutage ist die Werbung jetzt auf den Alexander-Dennis-Bus drauf gemacht worden, da dieser Bus, weil ich meine, die DLs ausgemustert worden sind. Ja, genau, wir sagen, schwingen wir uns rein, machen alle soweit startbereit. Wir haben ein paar Mods drin, wir haben originale BVG-Ansagen. Kassensounds haben wir neu, Atron-Sounds haben wir neu. Ja, genau. Würde ich sagen, schwingen wir uns drin. Dass das jetzt hier so ein bisschen rumflimmert, gut, egal. Sehen wir mal drüber weg. Ja, zum Bus. Können wir kurz mal durchlaufen hier. Ja. Dreiachser ist, soweit ich weiß, 14 Meter, da ist kein 15 Meter war, sondern 14 Meter müsste da sein. Ja, genau. Hier oben haben wir dann schön die ganzen Touris rausgelötzen, die sich freuen, wenn sie am Fenster sitzen hier vorne. Genau. Würde ich sagen, schwingen wir uns unten drin und dann geht die Fahrt auch los. Machen wir mal hier. Sag ich kein Mauspfeil, ja moin. Egal. Aber mit I stoppen wir mal den Bus hier. Mal Zündung und starten den Bus gleichzeitig. Auch ein bisschen Deko hier drinne. Ja. So, PIN ist der... Ja, ist klar. 0122 123 mit Kurs 3. Ja, erreicht. Ich mache mal ein bisschen die Lautstärke leiser, ich weiß es nicht. Wie laut das Ganze nämlich gerade ist. Anwenden. Oh. Genau. So, einmal 24 Stunden ABC mit Karte. Alles klar. Einzelfahrschein. Machen wir mal AB. So. Jetzt machen wir erstmal, kann man das bei dem Bus machen? Automatisch kneeling? Nee. Hat der also immer alles klar. Egal. So, meine Damen und Herren, würde ich sagen, setzen wir unsere Tour. Los! Ja, die Anzeige ist auch gar nicht am Rumspinnen hier, ne? Die Ganganzeige, dass sie auf dem bleibt, ist klar. So, ja, viel quatschen werde ich nicht, denke ich. Mal gucken. So wie ich Bock habe. Man kennt's. Ja. Meckeritzbrücke. So, moin. Ja, auch Neuigkeiten, es soll wohl Oktober eine große Update nochmal kommen von der Bass, dass das Spiel auch dann aus der Early Access raus ist, Early Access, wie auch immer. Dann ist das Spiel tatsächlich ein vollständiges Spiel, ja, man mag es gar nicht glauben. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Man mag es gar nicht glauben, ja, wir sind endlich zu dem Zeitpunkt gekommen, dass es jetzt soweit ist, ja. Also, Respekt an den Team von TML, dass sie sowas auf die Beine gestellt haben. Saatwinklerdamm 137. Genau. Ja, die Linie geht ca. 10-15 Minuten, sagen wir mal, nachdem wir durchkommen. Und ja. So. Hallo. Einmal ABC. Und so, 20 sind zurück. Ja, das klappt schon mal alles mit den 29, das gefällt mir.
Rohrdamm. Ja, in der Realität ist es tatsächlich so, dass auf der 123 hier auch Kopfhörer fahren wollen. VDLs und die Solo-Booster, also Doppeldecker eigentlich gar nicht. Aber ich dachte mir, komm, fürs Video fahren wir einen Doppeldecker, warum nicht? Da ja der Bass sowieso relativ selten kommt auf meinen Kanal. Ja. Ich hoffe nur, dass wir nachher in einer Straße da rumkommen, weil es da relativ eng ist. Aber mal schauen. Straße. Hier ist keiner, gut. Ich hoffe, man versteht mich auch im Video, weiß jetzt nicht, wie laut der Sound jetzt ist, tatsächlich. Ja, ansonsten tut es mir leid. Aber dieser Blinker ist auch abartig, ne? Also, es nervt ja übrigens, so ein Klapperer da. So, Tag. Einmal 24 Stunden AB. Das ist mein Plan. Ja, ist halt kein Umsehen, ne? Ist alles irgendwie ein bisschen anders von der Dimension her, finde ich jetzt zumindest. Also es ist halt tausendmal realistischer. Ja. Genau. Ja, man kann ja nämlich vorbeifahren. Zumindest ist das halt. Mein Spiel hängt gerade auch nicht schlecht. Mal kurz warten. Aber manchmal ist das leider so. Aber naja. Dafür läuft es hier auf der Linie relativ echt gut flüssig, ey, muss man sagen. Straße am Schaltwerk. So. Keiner Ticket? Nö. Sehr gut. Jetzt? Aber noch. AB. Ja. Wir sind eigentlich noch tatsächlich relativ gut in der Zeit, also noch sind wir pünktlich. Das ist schon mal sehr gut. U-Bahnhof Rohrdamm. Einmal eins vor AB. War Handy. Grüne Welle.
mal kurz ein Thumbnail machen, denke ich. So. Alles klar. Oder eigentlich ist das hier auch ganz cool. Hey, machen das mal so. Das gefällt mir ein bisschen besser. Genau. So. Schicken wir uns rein, damit die sich hier nicht beschweren. So, einmal Berlin Armee. Verspätung. Müssen wir mal ein bisschen Gang machen hier. Spiegel beeinstellen, dann fällt mir ein bisschen. Ah, das geht gar nicht mehr. Was ist das denn für ein Scheiß, hä? Eigentlich könnte man die mal einstellen. Naja. Aber komm jetzt noch. So, da hinten fahren wir links, so wie es aussieht. Ziehen wir hier einfach mal frech rüber. Das hängt. Jetzt. So, jetzt geht es nämlich, sag ich mal, von der Hauptstraße mehr oder weniger auf die Nebenstraße. Hier könnten wir eigentlich auch ein richtig cooles Thumbnail machen, eigentlich finde ich. Jetzt hängt das schon wieder. Mann! Das nervt. Komm mal. Aussteigen hier. Tut mir leid. Das ist doch geil. Oder? Oder von der anderen Seite. Eigentlich ist das nochmal ein Stückchen cooler. Hier so. Ach ne, komm. Reicht mir schon wieder gerade eigentlich. Hä? Aber auch hier sehen wir schon, mit dem Traxler wird es schon relativ eng. Ja. Deswegen fahren die da nicht dann lang normalerweise. So, gib ihm. Ist ja alles schon ausgebaut hier, muss man sagen. Wir sind schon am Ziel, müssen wir dran sein eigentlich. Ja. Oh, es macht 10 Minuten. DM, alles da in der Apotheke. Schon geil, dass sie dafür auch die Lizenzen haben. Muss man mal so sagen. Das hat man nicht in jedem Spiel, dass das so ist. Popitzweg. Ja, macht eigentlich keinen Sinn, dass die jetzt alle von einer Haltestelle mitfahren, aber was soll's. Mhm.
Göbelplatz. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please. Oh, schauen wir mal, ob wir was finden. Ob wir was liegen lassen haben. Und dann nehme ich euch noch mit zur Starthaltestelle und dann haben wir auch schon das Let's Play für heute. Dann schauen wir noch mal kurz, ob irgendwas... Oh, hallo? Mal um den Block hier rum. Parkverbot, also von daher. Das ist ja in Ordnung. Ich habe noch das Schild mitgenommen. Mit den Arsch. Naja. Ja, würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.